Und damit auch ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Monster Lab. Ich habe zwar eigentlich gesagt, dass wir jetzt bei dem Mini-Boss-Kampf reinschauen werden, gleich am Anfang der Folge. Aber dann kam leider dieses kleine scheiß Monster hier uns in den Weg, vor dem ich nicht ausweichen konnte. Deswegen machen wir jetzt einfach noch schnell diesen Kampf und dann geht's dann auf Richtung Mini-Boss. War crazy bestanden. Und dann wollen wir mal. Ja, das wird jetzt der erste Kampf sein, den wir hier in dem Game machen müssen, wo wir wirklich taktisch rangehen werden müssen. Hätten, haben, tuten, tun. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn nicht... Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen können, wenn nicht. Nee, komm, das Minispiel machen wir jetzt nicht. Wir könnten ja versuchen, weiter solche Minispiele zu machen, auf der Hoffnung, dass wir dadurch neue Items bekommen. Die wir dann verwenden können gegen das Vieh. Was hat denn der jetzt zu sagen? Bist du bereit für eine neue Runde? Mein ja, ja. Das Ding erinnert mich an die Katzenbestien auf Daxos 9, nur dass die ihre Männchen nicht fressen. Aha. Was? Oh Mann! Wo kommt der Typ denn jetzt her? Och, hört doch auf, mir auf die Eier zu gehen. Ihr könnt doch eh nix. Meine Güte. Ja, Chaosknacker. Ich knack dich jetzt mal. Guck dir das Scheißteil an, das ist doch viel zu schwach für uns. Wisst ihr, komm, hier, ein Schlag und ist weg. Ja gut, zwei Schläge und ist weg. Ja gut, vielleicht auch drei Schläge. Ja, und jetzt auch noch einen auf große Fresse machen. So, komm her. Toll. Darf schon wieder viel zu viel reparieren. Ich will endlich gegen das andere Monster kämpfen. Das kann wenigstens was. So, komplett repariert und dann geht's jetzt auf in den Kampf. Oh Mann! Was wollt ihr denn nur alle von mir? Hör doch auf! Nein! Ach Scheiße! Ja, fuck you! Ist. So, jetzt komm. Meine Fresse, wollte ich hier eigentlich beginnen? Nein, lässt mich das Spiel schon wieder 10 Minuten verschwenden. Gut, zwar nur 5, aber trotzdem, gefühlt waren es 10. So, dann gehen wir taktisch vor und greifen jetzt nur mit dem Peitschenschlag an. Ja. Das Negative ist, der verbraucht viel zu viel MP. Und der Arm ist jetzt fast weg. Und dann hätten wir ein Problem, wenn der Arm dann weg ist.
Der lädt sich auf. Ich muss mich jetzt aber auch aufladen. Oh, Mist. Ach, scheiße. Nein, bitte über... Nein, das war's mit dem Peitschenschlag. War's nur... Ach, nee, der Arm ist das, okay. Ja, super. Das, wir können noch gewinnen. Na, weiter. Weiter mit dem Peitschenschlag. Ah, fick dich. Und der Kopf ist weg. Ja, locker easy. Nicht ganz so cool, aber ich muss auch nur noch den seinen Arm wegbekommen. Hier und... Bam! Nice, das war's. Damit sollten wir den Kampf beendet haben. Na gut, so schwer war es ja doch gar nicht. Man muss halt nur... Oh. Er hat aber schon ein bisschen was abgezogen. Man muss halt nur mit Taktik kämpfen. Ja, ein... Na. Scheiße, wie viel verbraucht denn das? Und das war's. Gewonnen. Ja, gut, so schwer war es jetzt doch nicht. Man muss halt, wie gesagt, nur mit Taktik kämpfen, aber sonst... Kaulquappenkopf erhalten und Stinkschleim. Und Leuchtmist. Kaulquappenkopf hört sich an wie ein Monsterteil und nicht wie eine Zutat. Mal gucken, was der so alles kann. Ach Mist. Das war jetzt nicht ganz so geil. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Freund, aber ich hätte es. Halt ja dein Maul. Diese Kreatur hat mich nur aus dem Gleichgewicht. Ich bring dich gleich aus dem Gleichgewicht. Aber jetzt, wo ich diesen neuen Transmitter habe, wird alles gut. Hooray. Ich müsste in 50 Erdjahren abgeholt werden. Ist das lange? Das waren jetzt also 50 Erdjahre. Gott, ich glaube, das ist der längste Let's Play-Part, den ich je aufgenommen habe. So, und jetzt? Mein Rang hat sich erhöht. Ja, cool. Und jetzt? Ja, Quest gemeistert. Schön. Und jetzt? Oh, rede mit der Alten in ihrer Biokammer. Da dürfen wir jetzt ein neues Monsterteil erschaffen. Ja, zurück zum Schloss. Wenigstens bin ich da wieder komplett geheilt. So, dann zeige ich mal her. Müsste man jetzt Köpfe erschaffen können. Das ist der IQ-Injektor. Aha. Mit seiner Hilfe kannst du ein Monster erschaffen, das selbst Professor Unsichers Intelligenz in den Schatten stellt. Willst du es versuchen? Das habe ich jetzt schon. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht... Ja, du mich auch. Na dann. Mit seiner Hilfe ja, kannst komm. Du ein Monster erschaffen. Schön. Fauliger Fisch und Stinkschleim. Das haben wir neu dazu bekommen. Wir nehmen mal so eine Metallplatte und... Leuchtmist. Das sollte erstmal ausreichen. Zum Training. Danach machen wir schon... lesen. Drücke um Gehirne eine kurze zu die X für eine mittlere Distanz und F
für eine lange Distanz. Alter, wie soll ich mir das merken? Bewege die Hand mit dem linken und nach links oder nach rechts. Versuche den Schädel zu treffen und achte auf Power-Ups, die herum erscheinen. Triff die Power-Ups mit einem Bonus zu erhalten. Ach so. Gott, ist das schon wieder ein scheiß Minigame. Aber es ist auf einer leichten Schwierigkeitsstufe und das sieht so aus, als würde der nur in der Mitte stehen. Stahlkiefer. Der sieht mal richtig nett aus. Der sieht mal richtig geil aus. Ich glaube, den setze ich sogar dran an mein Monster. Wunderbar. Dieser Kopf scheint verdammt clever zu sein. So sah er auch aus. Ja, der hat jetzt noch was zu sagen. Wenn du uns helfen willst, den Baron zu besiegen, solltest du dich der Alchemie zuwenden. Ich bin noch nicht mal mit der Biologie komplett fertig. Aber das ist nicht unser Fachgebiet. Rede mit Señor de la Sombra. Du lässt nach. Aha. Wieso soll ich denn jetzt mit Alchemie anfangen, wenn ich noch nicht mal in der Biologie alles habe? Das ist nicht gut. Und soll das jetzt heißen, dass das eben der Bosskampf war? Der Totengräber müsste wissen, wo er ist. Da war diese hässliche Nacktschnecke gerade der Bosskampf? Ja gut, er war schon stark, aber als Boss hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt angesehen. Hm. So, da würde ich sagen, ne? Probieren wir hier nochmal einen Arm zu erstellen, bevor wir da jetzt irgendwo hingehen. Oder? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Wir könnten einen Oberkörper ja auch verdammt gut gebrauchen. Denn wenn der jetzt hier irgendwie negativ ist, den wir da haben, der hat ja keinen positiven Effekt. Dann haben wir auch nicht unbedingt die schönsten Items. Ja, da gehe ich jetzt erstmal, mache ich jetzt erstmal nix und gehe erstmal ins nächste Level. Wir haben ja jetzt wieder einen neuen Ort freigeschaltet, wie es aussieht. Da gehen wir da jetzt erstmal hin. Noch geht ja mein Monster. Da hinten das, oder wie? Gruftenschiff. Gruftenstift. Ein Friedhof, wie es aussieht. Und Flug. Mal gucken, was uns hier erwartet. Das ging schnell. La Sombra, das ist der Lebendige, oder?
Ich sagte, er kann im abgesperrten Teil des Friedhofs bleiben, aber er geht. Ich würde ihn ja rauswerfen, wenn ich meine Schlüssel finde. Diese verdammten Irrlichter haben sie versteckt und ich kann sie nicht finden. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, ja, von mir aus. Och nein. Das müssen wir... Oh, ja, cool. Suchen. Was sollte das jetzt? Habe ich jetzt die Schlüssel gefunden? Ich meine, ja, mich hat jetzt ein Monster angegriffen. Schon Wetterchaos-Knacker, Alter. Ich knack dich gleich mal. Sieht jetzt aber ziemlich anders. Geiler Oberkörper. Ja, leck mich doch am Zucker, das sieht da geil aus. Ich habe einen neuen Kopf bekommen, den hätte ich auch ausrüsten sollen. Spalthieb war der Stärkere, ne? Ja, Spalthieb war der Stärkere. Los zum Teufel! Boah, das ist jetzt nicht so geil. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Block, nice. Nein! Ich habe auf Aufladen gedrückt, das wollte ich doch gar nicht. Oh, hör doch auf. Alter, der macht uns auch wieder fertig. Ja, genau. Scheiße. Ja gut, aber der kann sich wenigstens nicht regenerieren. Gott, ist das schon wieder ein knapper Kampf. Was geht nur langsam ab mit den Gegnern hier? Cool. Das gefällt mir nicht. Aber ich liege in Führung. Ja, ich liege in Führung. Ganz klar. Ja, das war jetzt nicht schlau von mir. Der kann auch nur noch diese eine Attacke. Jedenfalls macht er nur noch diese eine Attacke. 8 plus 6 sind 12. Ich brauche hierfür, ich glaube, 12 reichen. Passt. Ach, 12. Ja, 14 waren's. Und wir haben es geschafft. Alter, was ein fucking knapper Kampf. Es geht nur ab hier. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich glaube, wir begeben uns einfach mal zurück zum Schloss. Da habe ich etwas zu schnell gedrückt. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja gleich einen neuen Monsterkopf geben. Man muss aus jedem Fehler, den man macht, immer das Positivste rausholen. So, zeig mal her. Den Rübenkopf können wir jetzt verbrennen. Da der biologische Kopf. Biologische Kopf? Genau. Ja, besser aussah.
32, 15. Froschkopf? Ach so, den haben wir von den Bosskampf jetzt bekommen. 55, 21, das ist aber auch nicht schlecht. Das ist aber trotzdem weitaus besser. Ja, wir bleiben bei Stahlkiefer. Den kann man machen. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier den Part. Ich weiß nicht. Scheiß drauf, ja, beenden wir jetzt hier den Part, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn man bekommt, ich sage ein Like, hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü. XD. Ciao.